Einen Computerbildschirm direkt vor Augen. Ein Display als Brillenglas. Überall und jederzeit surfen, mailen, Videos oder Fotos aufzeichnen und dabei beide Hände frei haben. Mit Datenbrillen wie Google Glass wird das Mobiltelefon zum Körperteil. Bereits als Prototyp sorgt die Google-Brille für Aufregung. Ausprobieren konnte sie bisher nur ein erlesener Kreis, darunter auch Mario Sixtus bei einem Besuch in den USA. Die Auflösung des virtuellen Displays ist alles andere als hochauflösend. Es ist, glaube ich, 640x360, kennen wir vom C64. Kann man also eher so rohe Informationen drauf projizieren, ist nichts für feine Grafiken. Und am kritischsten fand ich eigentlich die Steuerung des Geräts. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder man toucht so ein bisschen an Brillengestell rum, was so ein bisschen unpraktisch ist, oder man spricht direkt mit dem Gerät und das bekommt dann einfach jeder mit, der in der Nähe steht. Am Fraunhofer-Institut in Dresden gehen die Forscher einen Schritt weiter. Ihre Datenbrille lässt sich per Augenbewegung steuern. Die beiden Mini-Bildschirme sind Kamera und Display zugleich. Der Systemdesigner Rigo Herold ist davon überzeugt, dass Google Glass nur der Anfang ist. Eine normale Datenbrille bei Google, wo man sich die Umgebung anschaut und Informationen einblendet, ist ja schon Standardtechnik. Und unsere Idee ist eben, dass man uns eben gerade überlegt, wie kann ich denn jetzt auf kleinsten Raum geschickt, ohne die Hände zu bewegen, Informationen eingeben oder abrufen. Zum Beispiel durch diese Eye-Tracking-Steuerung. Was all diese Brillen gemeinsam haben, sie reichern die sichtbare Realität an, durch eine visuelle Ebene aus Bildern oder Daten. Augmented Reality, angereicherte Realität, nennt sich dieses Prinzip. Und das ist nicht nur im Alltag praktisch, wenn man beim durch die Stadt gehen sofort sehen kann, in welcher Straße man ist, ohne aufs Straßenschild zu schauen. Auch im Berufsleben werden Datenbrillen wichtig werden. Techniker und Ingenieure zum Beispiel können sich Baupläne direkt ins Gesichtsfeld einblenden. Ärzte können während der Operation ständig die Werte des Patienten beobachten. Aber man gewöhnt sich schnell an diese angereicherte Realität, meint der Informatiker Jürgen Geuter. Wenn man das erste Mal aufsetzt, fühlt man sich, als wäre man in so ein Videospiel reingesetzt. Die Welt fühlt sich sogar ein bisschen irreal an, weil halt überall so Sachen drin liegen. Interessanterweise, nach ganz kurzer Zeit tritt das völlig in den Hintergrund. Und man kann sich danach kaum noch vorstellen, wie die Welt ohne das funktionieren soll. Mit dieser Datenbrille eines amerikanischen Unternehmens zum Beispiel kann man eingeblendete Gegenstände durch Handbewegungen durch den Raum bewegen und verändern. Der Hardware-Entwickler Barrett Williams denkt schon einen Schritt weiter. Die Miniaturisierung ist das eigentliche Ziel. Es wird etwas dauern, bis unsere Traummaschine fertig ist. Als völlig integriertes Gerät mit 12 Stunden Akkulaufzeit, das alles kann, was du willst. Schon heute experimentieren Forscher mit programmierbaren Kontaktlinsen. Datenbrillen sind nur der Anfang. Deswegen wird auch so emotional darüber gestritten. Viele haben Angst davor, gefilmt oder fotografiert zu werden, ohne es zu bemerken. Für die Google-Brille gibt es sogar schon eine App zur Gesichtserkennung, obwohl Google diese Funktion eigentlich untersagt. Der Datenschützer Thilo Weichert nennt Glasträger rücksichtslose Idioten. Dem kanadischen Professor Steve Mann, der seit 35 Jahren selbst entwickelte Datenbrillen trägt, wurde seine halbimplantierte Brille sogar schon vom Kopf gerissen. Jürgen Geuter begrüßt diese im Moment lebhaft geführte Debatte. Deshalb sind ja auch die jetzt aufkommenden Datenbrillen so wichtig, weil wir können das sehen und wir können die Regeln aushandeln, wie wir damit umgehen wollen. Wie geht man damit um? Was macht man? Was ist da noch höflich? Was ist da vielleicht nicht mehr höflich? Was wollen wir nicht als Handlungsspielraum haben? Und genau das sollten wir jetzt, wo man es noch sehen kann, miteinander aushandeln. Deshalb sind die jetzt kommenden Prototypen nicht wegen ihrer Funktion so spannend, sondern wegen ihrer sozialen Einbettung. Datenbrillen werden die körperliche und die digitale Welt optisch miteinander verschmelzen. Aufhalten lässt sich diese Entwicklung nicht. Denn irgendwann werden Datenbrillen so unauffällig und alltäglich sein, dass sie niemandem mehr auffallen werden.